Hallo liebe Kunden, ich möchte euch heute unser Bulls E-Stream Evo 3 präsentieren. Beginnen wir mit dem Motor. Das Bulls ist ausgestattet mit einem Brose S-Mark Motor mit 90 Newtonmeter Drehmoment sowie einem 750 Wattstunden Akku Kraftpaket, das ihm unheimliche Reichweite verleiht. Bedient wird das Ganze über das Blox 14D Display am Lenker oben. Ein sehr puristisches Display, das die Erscheinung des Rades nicht beeinträchtigt. Des Weiteren haben wir eine Shimano Deore XT-Schaltung, 12-Gang mit Übersetzung von 10 auf 51 Ritzeln. Das Rad verfügt über eine Shimano SLX-Bremsanlage mit 4 Kolben Bremszylindern. Dann noch zur Federgabel, das ist eine RockShox FS 35 Gold und die Federgabel hat 120 mm Federweg. Das bedeutet, wenn man da auf dem Trail unterwegs ist, die ist in der Lage, einiges wegzubügeln. Erwähnenswerte Details: Das Monkeylink-System, eine sehr schlaue, durchdachte Variante, bei der ich einfach hinten den Strahler abziehen kann und anschließend wahlweise ein Rücklicht oder ein Schutzblech oder sogar ein Schutzblech mit Rücklicht in diese Halterung einklipsen kann. Das geht genauso beim Vorderlicht, da ist ebenfalls ein Strahler dran, den können wir wegmachen und da ein Vorderlicht mit wahlweise 30, 50 oder 100 Lux einsetzen. Und dann gibt es noch zu erwähnen, das Monkeylink-System hat auch noch einen eigenen Flaschenhalter. Das bedeutet, da ist der Flaschenhalter in der Flasche selber integriert und ein optisches Highlight. Ansonsten bleibt mir für euch nur zu wünschen, kommt vorbei, testet es mal und dann schauen wir weiter.